Ich habe eine super Idee, um den Klassenzusammenhalt zu stärken. Ich werde heute Nachmittag einen Spielenachmittag veranstalten. Einen Spielenachmittag auszurichten, wird zum Anfang des Stückes für Justus zur großen Herausforderung. Anna müsste sich umziehen und schminken. Kira ist ständig hungrig und kümmert sich nur ums Essen. Luca ist neidisch auf alles und jeden, aber vor allem darauf, dass sie nicht zuerst eingeladen wurde. Und dann ist da noch Bonnie. Ach, scheiße, Mann! Also, ich bin halt so, dass ich komplett abwesend von der Welt bin, dass ich überhaupt nicht merke, was überhaupt um mich rum passiert, mich überhaupt nicht dafür interessiere und mir eigentlich alles egal ist, was nicht mit Internet und alles an und Technik zu tun hat. Also meine Rolle ist die, die immer auf alles neidisch ist und niemand etwas gönnen kann und eigentlich alles, was jemand anderes hat, was sie toll findet, auch haben will sofort und an sich reißen möchte. Annika. Doch keine Angst. Die Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren spielen diese sogenannten Todsünden lediglich. Naja, die Idee hatte ich eigentlich schon eine ganze Weile, das liegt schon ganz paar Jahre zurück, weil ich da mal einen Roman gelesen habe. Und dadurch, dass ich ja in der Musik- und Kunstschule beim Herrn Bischof tätig sein darf, war es ein einfaches zu sagen, diese tollen Schauspieler, die wir da haben, die nehmen wir dazu. Wir haben auch gemeinsam an verschiedenen Szenen noch gearbeitet, die durften sich selbst auch mit einbringen. Das Tolle war eigentlich bei den Recherchen, dass die Schüler wirklich, um ihre Rolle zu verstehen, hinter die Kulissen geschaut haben. Dann eben zu gucken, wie lange ist so ein Joghurt unterwegs oder was macht diese super tolle Markenjeans. Bei Justus zu Hause sieht sich die achtköpfige Gruppe dann einen Film über die Zukunft der Erde an, bei dem die meisten jedoch gelangweilt einschlafen. In Traumszenen, die filmisch inszeniert wurden, setzen sich die Schüler schließlich aber mit ihren Eigenheiten, aber auch generellen Missständen auseinander. Ihr wisst ja, dass ich manchmal ganz schön neidisch bin. Aber woher kommt der Neid und was macht er mit uns? Das Habenwollen begann schon in der Steinzeit. Ein schönes Bärenfell, eine wohlgeformte Speerspitze, die leuchtende Schminke aus gelben, roten oder braunen Sedimenten, welche die Flussbiegung freigeschwemmt hatte, waren damals schon Objekte der Begierde. Bald ging es nicht nur um den Verbrauch oder den Verbrauch, sondern auch um den Besitz der guten Dinge. Wir sind heute in der bequemen Situation, alles haben zu können, allerdings kann das nur ein geringer Teil der Weltbevölkerung. Wir sind inzwischen zu gedankenlosen Genießern geworden, die immer mehr haben wollen. Und das zu einem womöglich geringen Preis und so fort. Ja, nun bin ich an der Reihe. Meine Null-Bock-Stimmung war verflogen, als ich einen Bettler am Straßenrand sitzen sah. Und da fragte ich mich, wir sind in der Lage, Kohle durch Atomkraft, Holz durch Plastik, Fleisch durch Hefe und Einsamkeit durch materiellen Wohlstand zu ersetzen. Was aber wird aus denen, die am Rande der Gesellschaft leben müssen? Sind wir nicht träge und gleichgültig geworden und ignorieren fremde Schicksale? Ich habe beobachtet, dass immer weniger Menschen selbst ein Buch lesen. Sie konsumieren lieber Medien. Und eine eigene Meinung brauchen sie sich dann auch nicht mehr bilden. Ein Schriftsteller sagte einmal, wer keine Bücher liest, macht sich selber arm. Ich habe und hatte eine sehr große Anzahl an elektronischen Geräten. Und wenn das eine oder das andere kaputt ging oder nicht mehr auf dem neuesten Stand war, dann habe ich eben etwas Neues gekauft. Was mit meinem Elektronikmüll passiert, hat mich bis vor kurzem nicht im geringsten interessiert. Ist ja auch nur Arsen, PCB, Cadmium, Blei, Quecksilber, Chrom und Kupfer drin. Und weil es weniger kostet, es zu Hause zu entsorgen, exportiert man das Ganze zum Beispiel nach Indien. Am Stadtrand von Delhi wird der E-Schrott auseinandergenommen, sortiert und recycelt. Der Rest wird verbrannt. Die Asche kommt dann an einen Fluss, an dem Männer, Frauen und Kinder den letzten Rest von Kupfer herauswaschen und sieben. Die verbrannte Elektronikasche, die im Fluss landet, schädigt die Gesundheit der Menschheit und die Umwelt. Eigentlich bin ich schon ziemlich lange wütend und zornig. Meinen letzten Anfall hatte ich vorgestern im Bad. Da hatte meine Mutter mein Lieblings-T-Shirt nur in die Wäschetonne getan und noch nicht gewaschen, obwohl ich es ihr mindestens schon 1000 Mal gesagt habe. Und wenn ich jetzt nur aber noch einen kleinen Schritt weitergegangen wäre, hätte sich meine Wut in Gewalt verwandelt. Einigt euch friedlich, heißt es. Darüber habe ich nachgedacht.
Wenn man das nicht macht, wird aus leichtem Ärger und Zorn eine rasende Wut, die sogar dazu führen kann, dass Menschen sich gegenseitig umbringen, im kleinen oder im großen Rahmen. Der Zorn aber sagt uns, dass etwas verändert werden muss. Wie man das tun kann, sagt uns keiner. Ich selbst möchte versuchen, es herauszufinden. Denn Wut macht nicht nur die Seele krank, sondern auch den Körper. An dieser Stelle beginnt im Stück ein Umdenken. Während sich die Charaktere entwickeln und später Lösungen vorstellen, wirkt auch die Aufführung beim Publikum. Denn wenn man auf die Fünft- und Sechstklässler einmal blickt, sieht man nachdenkliche Gesichter. Auch die Jungschauspieler selbst haben sich Gedanken über die Probleme in der Welt gemacht. Die Umweltverschmutzung, ich finde das total schlimm, wenn durch uns Menschen die Umwelt verschmutzt wird, weil wir, wie man es schon sagt, wir haben die Erde nur geborgt und wir dürfen nicht sowas damit anrichten. Das finde ich am schlimmsten, Umweltverschmutzung, ja. Also teilweise kann man es beobachten, zum Beispiel bei Feiern oder so, wenn es langweilig wird, dann holen einfach alle die Handys raus. Also auf jeden Fall diese Nullbock-Stimmung, ne? Das sieht man ja bei den Jugendlichen, dieses ewige Datteln. Man ist nicht mehr in der Lage, miteinander zu sprechen. Der Überfluss, einfach auch der Überfluss an allem. Und sich dann mal auf so ein kleines Minimum besinnen und dann vielleicht doch mal Mensch ärgere dich nicht zu spielen. Das sind einfach so die Gedanken, die uns da durch den Kopf gegangen sind. Abgerundet wird das Stück übrigens durch ein gemeinsames Lied. Die Melodie dazu kommt von Timon. Also ich habe einen Text bekommen und ich habe halt vor Zukunft mal erzählt, dass ich freizeitlich gerne komponiere. Und dann hat sie mir gesagt, hey, wie wär's, wenn du mal eine Melodie dazu machst? Und dann habe ich mir gesagt, okay, das mache ich. Und das ist dann draus geworden. Spätestens jetzt ist jedem klar, diese Aufführung soll wachrütteln. Denn Probleme können nur in Angriff genommen werden, wenn man die Augen nicht vor ihnen verschließt.